Herzlich willkommen zu Modul 8 und jetzt dreht sich alles um den Check-in und Check-out. Aber was ist das eigentlich? Ihr erinnert euch an das Modell, an die Phasen, an das Diamantenschürfen, in dem wir öffnende und schließende Phasen voneinander trennen, ineinander verschachteln, wiederholen in einem Treffen etc. Aber zu Beginn und zum Schluss von jedem Treffen gibt es zusätzlich nochmal eine Phase, die wir auch brauchen, als Gruppe brauchen, und zwar die Eingangsphase und die Abschlussphase. Und was es da zu beachten gilt, das möchte ich euch in den nächsten Minuten ein bisschen näher bringen. Die erste Ebene, wenn wir ankommen, wenn wir anfangen, ist, dass wir als Individuen ankommen müssen. Im analogen Setting ist das körperlich in der Regel ganz einfach, weil ich mich nämlich vorher schon auf den Weg mache und irgendwie so einen Weg, so einen Übergang habe mit dem Fahrrad, mit der Straßenbahn. Ich mache Türen auf und zu, ich hole mir einen Stuhl, ich setze mich hin, ich nehme mir vielleicht einen Kaffee. Das heißt, da passiert das relativ automatisch. Im digitalen Raum ist es gut, da auch einen kleinen Fokus drauf zu legen. Sowohl, wenn ihr das individuell macht, wenn ihr bei einem Treffen ankommt, zu gucken, wie könnt ihr körperlich angucken? Steht ihr lieber, sitzt ihr lieber, braucht ihr ein Setup, das für euch sozusagen gut funktioniert? Wo ist euer Kaffee? Als auch als Gruppe, indem ihr vielleicht einen kleinen Energizer macht oder eine kleine Bewegungseinheit oder vielleicht auch einfach nur Musik am Anfang einspielt, damit man sich wenigstens so ein bisschen bewegt und so ein bisschen ankommen kann. Und wir wollen auch mit Herz und mit Kopf ankommen und das heißt, da hilft es, wenn es am Anfang sowas wie kleine Achtsamkeitsübungen gibt. Manchmal ist auch ein Moment der Stille schön oder das Gegenteil, ein schnelles Blitzlicht, sodass wir hören, wie es allen geht. Und wenigstens eine herzliche Begrüßung sollte eigentlich immer drin sein. Als zweites müssen wir auch als Gruppe ankommen, denn wir wollen ja als Gruppe was erreichen, was bewegen und dazu müssen wir uns auch in so einer Moderationssituation zu so einer Gruppe formieren, denn Gruppen, ehrlich gesagt, sind sehr, sehr viel leichter zu moderieren als Individuen. Das heißt, ich als Moderatorin habe immer ein großes Interesse daran, eine Gruppe zu stärken und dazu beizutragen, dass sie sich als Gruppe empfindet, denn dann kann ich die Gruppe moderieren und muss nicht mehr 7 Einzelpersonen moderieren. Und das macht sehr, sehr vieles sehr viel einfacher als Moderation. Wie gelingt das, als Gruppe anzukommen? Das Minimum ist es in der Regel, sich wenigstens einander wahrzunehmen. Und im Online-Raum ist es schon oft gar nicht so einfach, wenn die Kameras aus sind, wenn ich vielleicht gar nicht weiß, wie viele Menschen anwesend sind in einem Webinar. Also ganz, ganz wichtig, findet einen Raum im Digitalen auf jeden Fall. Im Analogen passiert es mehr oder weniger automatisch, indem ihr einander wahrnehmen könnt, indem ihr gucken könnt, ha, wer ist hier? Aha, so viele sind wir heute, sind wir 3, heute sind wir 8, etc. Der nächste Schritt ist dann das Kennenlernen. In Workshops und Seminaren kennt ihr das wahrscheinlich als echte eigene intensive Phase, wo man dann so Spiele macht und Namensaustauscht und so weiter. In unseren Treffen als Aktivistinnen, als Engagierte, als Ehrenamtliche ist es oft eher was so über die Zeit passiert. Aber es ist gut, wenn ihr euch in euren Treffen immer wieder den Raum nehmt, einander kennenzulernen. Es kommen immer wieder neue Menschen dazu. In unserem Leben verändert sich was. Es gibt immer noch neue Aspekte von anderen zu erkennen. Das Kennenlernen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zum sich sicher fühlen. Und das ist für uns als Haupt- und Ehrenamtliche wichtig, dass die Gruppe, in der wir sind, eine ist, in der wir uns willkommen, angenommen und richtig fühlen können. Und im besten Falle Vertrauen miteinander entwickeln, Vertrauen zu den anderen und auch Vertrauen in die Gruppe, in ihre Atmosphäre, in ihre Leistungsfähigkeit, in ihre Tragfähigkeit, in ihren Humor und was so eine Gruppe noch so alles als System für sich gewinnen kann. Ihr seht, ich habe da zwei Linien gemacht. Das Ganze braucht Zeit und es braucht Intensität und das heißt halt auch Energie. Je weiter ihr da nach oben kommen wollt, desto mehr Raum, desto mehr Zeit, desto mehr Energie und desto mehr Liebe zum Detail müsst ihr als Moderation da reinstecken, damit das in einer Gruppe gut und einfach gelingen kann. Das dritte fällt uns verkopften Menschen, ich gehe mal davon aus, wenn ihr solche Videos guckt, seid ihr auch eher so Kopfmenschen, fällt uns meistens relativ leicht, aber es ist wichtig, das auch nochmal im Blick zu haben. Und zwar ist das der Bereich, wo wir sowas machen, wie den Anlass zu nennen, warum sind wir hier zusammengekommen, das Ziel vor Augen zu bringen, wozu dient das Treffen heute, womit wollen wir rausgehen, einen Plan für den Ablauf vorzuschlagen, vielleicht die Tagesordnung auf einen Flipchart zu schreiben oder auszuteilen, die Vorarbeiten präsent zu machen, wenn es zum Beispiel Vorlagen gegeben hat oder wenn sich alle schon mal Gedanken machen sollten, das sozusagen nochmal in den Hinterkopf zu holen, auch für die Individuen, vielleicht die Unterthemen aufzufächern, wenn es die gibt. Und auch gegebenenfalls zu sagen, was heute nicht behandelt wird und falls ich das weiß, auch wo es sonst behandelt wird.
Das Ziel bei all dem ist, dass wir sozusagen gemeinsam ins Thema eintauchen und zwar alle mit einem ähnlichen Mindset, mit einer ähnlichen Idee, mit einer ähnlichen Geisteshaltung, was jetzt heute Ziel ist und was heute Thema ist und was auch nicht. Wenn wir das Ganze abschließen wollen am Ende eines Treffens, dann ist es eigentlich genauso. Wir machen das Gleiche umgekehrt. Wir sind ja als Individuen angekommen, wir sind als Gruppe angekommen und wir sind ins Thema eingetaucht. Und jetzt machen wir das umgekehrt. Wir stellen als erstes mal Handlungsfähigkeit wieder sicher. Das heißt, wir beenden das Thema, wir tauchen wieder auf, wir gucken, was sind die To-Dos, was muss als nächstes passieren und wer setzt das wann um, wann sind die nächsten Termine etc. Das Zweite ist es, wir müssen die Gruppe wieder auflösen, uns voneinander verabschieden, vielleicht mit einem Blitzlicht, vielleicht mit einem Dankeschön, vielleicht mit einem kurzen Feedback, wie das Treffen heute war. Und als Drittes, Zeit für den individuellen Übergang zu lassen. So wie beim Ankommen manche Menschen eher 5 Minuten zu früh und manche eher 5 Minuten zu spät kommen, ist es beim Gehen oft auch. Auch da ist es so, dass Menschen unterschiedlich viel Zeit brauchen, um wieder zu Individuen zu werden. Manche können so zack, zack von einer Sekunde auf die andere die Kamera ausschalten oder aus dem Raum laufen und dann sind sie wieder jemand anders. Und andere brauchen so ein bisschen Zeit, hängen der Gruppe vielleicht noch so ein bisschen nach oder dem Thema, plauschen noch ein bisschen miteinander. Und die ganz Netten, die räumen halt noch den Raum auf. Und es ist gut, wenn ihr dafür auch Zeit habt und dem auch eine Wertschätzung gegenüber habt und auch als Moderation diesen Raum auch ein Stück weit mit zu Ende halten könnt. Jetzt seid ihr dran. Ich möchte euch gerne einladen, euch hinzusetzen und für euer nächstes Treffen eine Routine zu finden. Und zwar Check-in-Abläufe zu entwickeln als erstes. Und zwar zu schauen, okay, wie könnte bei euch in eurer Gruppe passend für eure Situation eine 2-Minuten-Routine aussehen? Also etwas, was ihr in 2 Minuten machen könnt, um als Individuen mit der Gruppe und im Thema einzutauchen. Versucht mal, ob das gelingt. Als zweites eine Variante, wo ihr dem Ganzen 7 Minuten gebt. Also was, wenn ihr euch 7 Minuten Zeit nehmt, ist in eurer Gruppe möglich? Wie könntet ihr als Individuen ankommen, als Gruppe ankommen und ins Thema eintauchen? Oder wenn ihr könnt und wollt, wie ist es mit 15 Minuten? Wenn ihr euch 15 Minuten Zeit nehmt, was wäre dann möglich? Und eins davon bitte ich euch auszuprobieren. Bei eurem nächsten Treffen, beim übernächsten Treffen, testet es doch einfach mal aus und guckt, was funktioniert und was nicht. Und dann nehmt das, was geht und ändert das, was nicht funktioniert. Und das Gleiche gilt fürs Abschlussritual. Überlegt euch mal ein Abschlussritual, mit dem ihr eure Treffen so richtig am Ende rund mit einem Ausrufungszeichen beenden könnt, sodass alle gut mit dem Thema, mit der Gruppe abgeschlossen nach Hause gehen können. Unsere internationale Gärtengruppe übrigens, die hat sich das auch überlegt und die machen jetzt jedes Mal zum Einstieg eine kurze Blitzlichtrunde, also so 7 Minuten vielleicht. Und die benutzen dazu den Check-in-Generator. Das ist so ein ganz tolles Online-Tool, das einem schöne, lustige, liebevolle Fragen vorschlägt, die einen immer noch mal so ein bisschen was Neues von den anderen erfahren lassen in so einer Kennenlernen-Blitzlichtrunde am Anfang und helfen, miteinander anzukommen. Den Link dazu habe ich euch unten mit in den Kasten getan. Und wenn Sie dafür keine Zeit haben, dann stellen Sie einfach die profane Frage: Wie seid ihr heute hier? Was Sie sich außerdem vorgenommen haben, ist, dass Sie alle 3 Monate wollen Sie sich eine halbe Stunde nehmen, um nochmal genauer drauf zu schauen, wie sind wir als Gruppe gerade hier? Funktioniert das so mit den Anfangsroutinen? Woran wollen wir was ändern? Was soll so bleiben, wie es ist? Und zum Abschluss haben Sie sich was ganz Schönes ausgedacht. Die sagen nämlich Tschüss, und zwar alle gleichzeitig, aber, und das ist das Besondere, in so vielen Sprachen wie im Raum beherrscht werden. Und das ist natürlich bei so einer internationalen Gärtengruppe ziemlich, ziemlich viel und schafft einen Raum, wo diese Vielfalt, dieser Reichtum, dieser sprachliche Reichtum einfach nochmal so richtig zu Gehör gebracht werden kann, am Ende eines Treffens, um den fulminanten Endpunkt zu setzen. Also. Was ist es für euch? Schaut, was in eurer Gruppe funktionieren kann und überlegt mal 3 mindestens, vielleicht sind es auch 10 Ideen, was in eurer Gruppe funktionieren könnte. Viel Spaß dabei und alles Gute.